Bereits im letzten Part fanden wir die geheime Piste der Stadt Harana, die Teil der Mondquadermond in dieser Welt ist, und konnten den normalen Mond erringen. Allerdings erst nach dem dritten Versuch und dementsprechend eingeschüchtert bin ich, wenn es um die schwierigere Version geht. Aber mir bleibt ja ohnehin nichts anderes übrig. Ich muss mich dieser Aufgabe stellen. Willkommen zu unserer geheimen Rennpiste. Nur bestimmte Athleten dürfen auf ihr antreten. Na endlich, jetzt zeig uns doch mal, was echte Geschwindigkeit heißt. Als Gewinn hätte ich einen Powermond anzubieten. Du nimmst doch bestimmt teil, oder? Ja. Dann wollen wir das Rennen mal starten. Klar, das Ziel ist es, das Ganze jetzt schneller zu schaffen, sprich nicht 3 Versuche zu benötigen, aber wenn die Typen hier jetzt alle nochmal einen Zahn zulegen, dann wird das eng. Ne? Ich versuche einfach, die positive Energie aus der letzten Folge mitzunehmen, aber der Start, der war schon mal, ja, ne? Nicht das Gelbe vom Ei, aber dafür ist die Passage deutlich besser. Oh yes. So als Faustregel kann man ja sagen, man braucht so circa 38 Sekunden in einer Runde. Dann kann man sagen, das war in Ordnung. Bei mehr... Nja. Eher nicht so geil. Wobei, das waren jetzt 39 und wir sind trotzdem nur Dritter. Ja gut, klar, jetzt haben wir es ja mit den schwierigeren Gegnern zu tun und der Anfang ist wieder total am Müll. Ich glaube, jetzt reichen auch 38 Sekunden nicht mehr, sondern wir brauchen 36. Also es ist noch nichts verloren. Wenn jetzt die zweite Runde einigermaßen ordentlich zu Ende geht und wir in der dritten nicht rollen wie der erste Schlotteraner, dann... will ich nicht ausschließen, dass wir es noch hinkriegen. Okay, gut beim Ende performt. Jetzt kommt es drauf an. Na, es war der beste Anfang bisher, aber trotzdem nicht gut. Wir haben viel zu viel aufzuholen. Oh, aber wir holen tatsächlich ein bisschen auf, Leute. Trotzdem, da vorne schon das Ziel. Es wird ganz, ganz eng. Es wird so krass eng. Oh, holy shit. Ja, ich denke, es wird ganz knapp nicht reichen, oder? Oder? Oh, Junge! Nein! Er hat mich auf der Ziellinie überholt. Der Typ hat mich auf der Ziellinie überholt. Oh, come on. Also... das hätten wir doch jetzt wirklich verdient gehabt. Wir haben so schön aufgeholt in der dritten Runde. Oh, das burnt sich so richtig rein. Shit. Na gut, man kann jetzt den Kopf in den Schnee stecken und rumheulen. Oder man sagt sich, komm, es war so ultra knapp. Das wird jetzt schon beim zweiten Versuch hinhauen. Normalerweise bin ich Pessimist, aber... das hilft mir nicht weiter, von daher sage ich einfach mal, let's go! Jetzt holen wir uns den Sieg. Aber doch nicht in den Schnee springen. Ja, wobei, war nicht so schlimm, war nicht so schlimm. Aha. Ich glaube, mein größter Fehler ist auch, dass ich manchmal zu hoch springe. Also es lohnt sich auch mal nur zu rollen und ganz leicht zu springen oder sogar gar nicht. Ja, und mit dieser ersten Runde kann ich auf jeden Fall leben. Weiter so. Hier kurz abkürzen, genau. Und boing. Zack, zack. Weiter nach vorne. Ja, Mann, das ist ein richtig guter Run. Let's go. Hier, das ist sowieso meine Stelle. Hier hole ich immer auf. Ehe ich es dann gegen Ende wieder verspiele. Na, wobei. Wir sind wieder sehr gut rangekommen an diesen Spaten.
Ich hab's hier jetzt nicht übertrieben. Ich muss ein bisschen sicherer spielen jetzt. Aber es ist schaffbar. Es ist so schaffbar. Komm. Gib ihm. Oh, das war gut. Das war geil. Krass, wenn man sich da reinsteigern kann, hey. Da vorne ist der letzte? Als ob. Ist ja geil. Ist ein gutes Zeichen, ne? Oh, 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 was war das? Die Anzeige hat gerade vibriert. Irgendwie ist der Typ direkt hinter mir, aber egal, wir haben es diesmal geschafft. Oh, 35 Sekunden zweimal. Geil, Mann. Ja, und so haut das dann auch hin. Unser Überschallschneeball lässt wie immer alle hinter sich. Hier ist ein versprochener Preis. Bitte nimm diesen Mond. Super gemacht, Berli. Damit bist du der Weltmeister. Juhu. Schon ein Schnuckel. Ja, ich möchte mal kurz gucken, wie krass man denn bei dem Rennen abgehen kann. Welche Platzierung haben wir inne? Bestimmt irgendwas mit 100.000, weil wirklich gut bin ich in dem Minigame. Nee. Oh, doch, 14k? Ja gut, damit kann ich leben. Also so, ohne das irgendwie geübt zu haben oder so, voll in Ordnung. Aber man kann auch 1,29 bis 1,23 hinkriegen. Holy shit. Was ist los mit den Leuten? Ja, aber Glückwunsch an alle, die hier solche krassen Zeiten aufstellen. Das ist schon nicht ohne. Okay, und wir machen weiter mit frei herumstehenden Monden hier draußen im Schneegebiet. Den haben wir schon. Ich muss auch kurz gucken, was haben wir denn hier auf der Karte? Aha, ein Mond ist dort voraus. Der liegt sogar einfach nur so rum. Beziehungsweise er schwebt halt rum. In der Hoffnung, dass man ihn übersieht, aber nö. Über dem eiskalten Fischteich, no problem. Dann hier drunter. Lakitu, aber das haben wir bestimmt schon gemacht. Also ich kann mir jetzt auch nicht mehr 100% an die Welt erinnern, was wir schon gemacht haben und was nicht, aber... ja, da ich generell ziemlich... gründlich vorgegangen bin, glaube ich... werden wir hier nicht allzu lange verweilen. Und... schnell fertig werden. Okay, wie kommt man denn hier am besten dran? Entweder so, würde ich sagen, oder? Na gut, das geht schon mal nicht. Aber dann springen wir doch einfach mal auf die Odyssee drauf. Von hier aus sollte es definitiv möglich sein. Mit einem Long Jump. Und ja. Da ist die Bestätigung. Funkeln in großer Höhe. Weiß jetzt nicht, ob das die Lösung war, die die Entwickler vorgesehen haben. Aber es geht. Auf jeden Fall. Gut, nächster Mond, hier rechts außen. Moment, kommen wir da? Ach so, ah, da unten. Ja, ja, ich habe mich gerade gewundert, weil von da sind wir doch gerade gekommen, ne? So, mehr oder weniger. Komm mal schnell her, Eis, cheap, cheap, bevor ich hier meinen Schniedelwutz vereise, einfriere. Das muss ja nicht sein. Stattdessen hätte ich gern den Mond vom Eis tauchen. Und da vorne liegt irgendwas im Wasser. Was ist das? Ist das ein Switch? Jo, das ist ein P-Switch. Und der lässt da hinten einen Mond erscheinen. Ja, das kriegen wir doch auch gebacken, oder? Ich fürchte nur, ich muss hier aus meiner Cheep-Cheep-Verwandlung rausspringen. Was aber nicht weiter tragisch ist, weil wir es schaffen. Yes! Polarland Tic-Tac-Turnier 3. Okay. Haben wir das hier gemacht? Ja. Okay. Dann brauche ich mich darum auch nicht mehr kümmern. Ah, Cappy ist ja jetzt weg, ne? Komm zurück, Cappy! I need you! I love you! Und hier sind wir komplett falsch. Aber da drüben ist das Cooper Freerunning. Echt, hier gibt es auch eins? Ich hätte gedacht, das würde hier vielleicht sogar aussetzen. Erstens wegen den ganzen Schlotteraner-Rennen und zweitens, weil die Welt nicht wirklich viel hergibt für ein Rennen, aber mal schauen, was sich Nintendo überlegt hat.
Ja, das ist sogar ganz in der Nähe von dem Rennen jetzt, der aktuelle Mond. Okay, ich sehe ihn auf dem Kompass. Er muss hier oben sein, bei den Pinguinen. Oder Vögeln oder was auch immer. Oder soll das bedeuten, dass da jetzt in dem Challenge-Raum noch ein Mond zu holen ist? Ja. Koopa-Pfeilrennen. Oh, nee. Ja, komm. Jetzt haben wir schon so viel hinter uns gebracht. Das kriegen wir auch noch gebacken. So schwer wie auf dem Mondland wird es schon nicht sein, oder? Nee, das geht doch. Das geht doch, komm. Diesmal in die andere Richtung, glaube ich. Als beim letzten Mal, oder? Nee, doch nicht. Ist diese... Mach nochmal bitte, das ist ja furchtbar. Es ist dieselbe Richtung, aber Mario? Komm zurück bitte. Oh, das sieht so richtig scheiße aus. Sind es überhaupt mehr als 10 Punkte? 2! Applaus bitte, Leute! Nee, mir ist halt aufgefallen, ich war viel zu schnell. Das kannst du knicken. Ist dieselbe Richtung wie damals, auf jeden Fall, nur man braucht halt jetzt 90 Punkte. Gut, wir müssen uns halt in etwa merken, wie das hier funktioniert, wann man wo abbiegen muss. Boah, aber das Eis ist halt schon wirklich ekelhaft. Mann, da kannst du auch gar nicht gerade laufen. Aber ich glaube, jetzt müssen wir rüber. Ah, oben zu viele abgeschnitten. Ja, das war nicht schlecht, aber oben zu viele abgeschnitten. Das darf nicht passieren. Ich glaube, ich muss die Kamera früher drehen. Damit ich oben alles mitnehme, was geht, und dann kriegen wir es hin. Ja, ja. Also hier jetzt lang so, ne? Ich hoffe. Also ich habe mir Mühe gegeben, nichts abzuschneiden, aber ich glaube, diesmal bin ich zu lang gelaufen. Nee, doch nicht. Das war super. Komm, das sind doch locker 90 Punkte, bitte. 100? Okay. Finde ich jetzt nicht. Ich würde mir so 93 geben, aber wenn es dir gefällt. Dann haben wir auch den Pfeilrennen-Cooper hinter uns gebracht. Und ich glaube, damit haben wir alle Pfeilrennen geschafft. Kann das sein? Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass es das noch in irgendeiner anderen Welt gab. Aber okay, abwarten. Vielleicht erleben wir ja noch eine Überraschung. Apropos Überraschung. Hier gibt es noch einen Mond in der Nähe. Ah, ja, ja, ja. Ich habe da auch was glitzern sehen. Hab überlegt, ist das ein Mond? Scheint so. Jupp. Tief im eiskalten Wasser. Und wie kalt das ist, Alter. Schnell raus da. Gut, 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 gut. Dann in der Mitte haben wir noch einen Challenge-Raum. Und da gehen wir hin. Ja. Wir gehen zu dem Challenge-Raum. Das Koopa Freerunning, ich glaube, das mache ich auch gleich. Also damit wir hier diesen Außenbereich komplett abhaken können. Oder? Wir müssen ja auch noch die lila Münzen finden. Hm, ja. Und dazu würde ich ganz gerne die Amiibo nutzen. Ja, komm, dann schauen wir mal, wie viel Zeit wir noch haben und wie wir es hinbekommen. Hängt auch davon ab, wie wir jetzt hier performen. Okay, das ist wohl auf jeden Fall nicht so hergeschenkt wie einige andere Subräume, oder? Hey, geh nicht ohne mich. Ja, dann drödel nicht so lange rum, Cappy. Du kannst meinetwegen auch sofort wieder zurückkommen zu mir. Kann ich hier gebrauchen? Wo könnte denn der geheime Mond sein? Wir dürfen den nicht verpassen, ne? Sonst darf ich den ganzen Weg nochmal laufen. Wow, Kamera, chill dein Leben. Jetzt sag aber nicht, dass der da oben ist. Hey, warte! Nee, da ist nix. Da ist nur so eine komische Eissäule. Und verpasst haben wir nix, oder?
Auch am Anfang nicht, nee. Aber ich sehe dennoch nur einen Mond glitzern. Wo ist der zweite? Ach, Moment mal. Auf der Kanone? Nein, hinter der Kanone! Blick zurück auf den Blumenpfad. Okay, jetzt aber schnell, jetzt aber schnell! Holy shit! What's going on? Ich bin nicht gestorben? Wow! Mario, du bist ja richtig krass heute wieder. Wobei, es ist noch nicht vorbei! Alter! Der Subraum war geil! Ich hab mich zwar wieder nicht dran gekriegt, aber ich hatte auch Glück. Ich hatte auch ein bisschen Glück. Schön! Mehr davon! Und jetzt suchen wir mal nach dem anderen Mond, der sich hier in der Gegend befindet. Also zumindest war da ja noch einer eingezeichnet. Ja, ja, hier hinten. Ach, der ist über mir, oder? Der ist bestimmt über mir. Ja, weil wir sind doch da schon tausendmal hochgegangen und haben festgestellt, dass da nichts Relevantes war. Aber jetzt, wo der Mondquader aktiviert ist, haben sie da bestimmt einen Mond hingeklatscht. Da auf die andere Säule, ne? Ja. Na, warum denn nicht gleich so? Juhu! Aus dem Eis gesprungen. So ist es. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Cooper Freerunning noch schaffe, aber ich werde mir auf jeden Fall jetzt erst einmal die letzten Lila Coins holen und vielleicht finden wir dann ja noch die verbleibenden 5 Monde, die sich irgendwo hier drin befinden. Was ich ziemlich krass finde, ist, dass hier gar nicht angezeigt wird, wo ich suchen muss. Also die könnten jetzt schon ein bisschen aufwendiger werden. Ich erinnere mich auch an eine Hinweiskunst, die mit der Stadt zu tun hatte. Ich guck mal schnell, was genau das war. Genau hier. Also vor so einem Wappen mit nur einem Ohr und einem Schneeflocken-Wappen-Zeichen-Gedöns. Keine Ahnung. Auf jeden Fall danach müssen wir suchen. Das klebt doch bestimmt hier irgendwo an der Wand. Und habe ich dieses Boot? Boot, genau. Dieses Foto schon fotografiert? Ich weiß es nicht. Ich mach's zur Sicherheit einfach mal. Weil ihr habt mir auch geschrieben, dass ich das manchmal vergessen habe. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Was ist mit dir los? Wie unsere Rennkleidung aussieht, wir tragen nichts außer Unterhosen. Hey Schnurrbartmann, traust du dich nur in Unterhosen in diese Eiskälte? Ich glaub ja nicht. Oh, ist das vielleicht ein Tipp gewesen, dass ich jetzt hier geistesgegenwärtig blank ziehen soll? Du kleiner Perversling. Aber gut, ich erfülle dir deinen Wunsch. Kopfbedeckung ist egal, oder was? Wer ist denn so dumm und läuft so bei dieser Kälte rum? Oh Mario, du tust mir manchmal echt leid. Was du dir alles geben musst. Schon echt eine Frechheit. Beeindruckend. Nur ein wirklich harter Kerl würde sich nur in Unterhosen gekleidet dieser Kälte aussetzen. Du bist ganz schön hart im Nehmen. Hier, nimm dies. Lel. Mir ist nicht kalt. Nee. Also gar nicht. Ich erwärme mich mit Gedanken an Peach. Ja, ich habe übrigens eine Vermutung, wo die 5 Monde sein könnten, weil das war jetzt ja definitiv keiner von den 5 Mondquadermonden, sondern so ein Postgame After Final Mond. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, es gab ja diverse Challenge-Räume hier. Ne? Die man auch in der Storyline abgelaufen ist, um Zugang zu diesem Schlotter-Rana-Rennen zu bekommen. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann waren das 5 Räume. Das heißt... Ne, es sind 4. Ja, es sind 4. Ja, wobei, es sei denn, man nimmt den hier noch dazu.
Ja gut, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gucken mal, wohin das führt. Das richtige Wappen habe ich natürlich nicht vergessen, aber ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen. Und ich packe hier mal schnell die Bowser Odyssey Amiibo aus. Sprich Bowser in seinem Hochzeitsanzug. Da habt ihr mir geschrieben, dass diese Amiibo Lila Coins orten kann. Also wenn ich den Raum sehe, dann weiß ich zwar, wo sie sind, weil es wurde mir sehr, sehr häufig in die Kommentare geschrieben. So sieht er aus, der Gute. Aber ich weiß jetzt nicht genau, in welche Richtung ich gehen muss. Ey, das fühlt sich voll geil an, Mann. Also ich mag die zwar alle drei, aber ich finde fast, der Bowser ist der geilste von diesen Odyssey Amiibo. Schon nicht verkehrt. So. Dennoch hält sich der Nutzen natürlich in Grenzen, ne? Das muss man auch hier sagen. Eingescannt ist es. Aber außer gebrüllt hat er jetzt irgendwie nichts gemacht. Bowser, willst du mich verarschen? Und ist jetzt hier in diesem Raum ein Mond oder nicht? Ich kann mir dessen ja nicht mal sicher sein, das ist das Blöde. Ich vermute es nur. Ja gut, aber wo wollen sie die 5 Monde denn sonst platzieren? Und warum darf ich eigentlich keine Weihnachtsmütze tragen? Oder ist das hier neu? Nee. Ich glaube nicht. Aber wegen Bowser bin ich jetzt echt verwirrt. Warum hat der nur gebrüllt? Oder scannt er immer nur den aktuellen Raum? Das kann sein. Hä? Also gefunden habe ich hier jetzt nichts. Was zum Teufel? Ja, dann gehen wir mal hier lang. Das ist auch nicht der Raum. Oh, aber da sehe ich zumindest schon mal einen Mond. Dann holen wir uns den doch mal. Das heißt aber auch, dass im anderen Raum ebenfalls einer sein muss. Nur wir haben ihn halt nicht gefunden. So, schwierig ist das jetzt nicht. Einfach im richtigen Moment springen, einsammeln bei der kniffligen Geschichte hier. Und dann wieder raus. Schnell wieder raus. Aber nicht ins Gift springen, Mario, ne? Hey, ernsthaft, warum darf ich keine Weihnachtsmütze tragen? Immer nur die Gegner. Oh, nein! Oh, habt ihr gesehen, wie diese scheiß Assis mich ins Gift drängen wollten? Richtig unfair. Unglaublich. Okay, ich will jetzt auf jeden Fall noch diese Lila Coins finden. Wo ist denn der Raum? Das war der allererste, den wir betreten haben. Ja, der müsste es gewesen sein. Jetzt scanne ich den nochmal. Mal schauen, ob er was sagt. Warum funktioniert das denn nicht? Also ich kann jetzt auch nicht mehr machen, als das Ding einfach einscannen. Hey, was ist das denn da? Ach, jetzt! Sie werden so visuell markiert. Jetzt sieht man's. Ah, okay. Ich habe darauf gewartet, dass irgendwie Navigator oder sowas sich einschaltet. Aber okay. Jetzt macht das Sinn. Nee, wir haben die Lila Coins nämlich an einem Ort verpasst, an dem man sie durchaus verpassen kann, weil ich finde, die sind ultra fies versteckt. Hier war ja dieser Mond, ne? Und wir müssen allen Ernstes hier runterspringen, um die scheiß Münzen zu finden. Oh, der Sprung war scheiße. Der Sprung war scheiße, Mario. Na gut, da passiert nichts. Da passiert nichts. Ganz ehrlich. Was ist los mit euch, Nintendo? Also, ne? Wieso sollte man denn diese Schlucht runterspringen? Gott, man muss doch davon ausgehen, dass man das stirbt. Aber nein, in dem Fall sind da die letzten lila Coins. Oha, oha, was haben wir denn da? Hä? Hä? Wer ist denn da? Ein beweglicher Powermond. Geschlängel unter dem Eis. Yo!
dann konnte ich euch die Funktion des Bowser Odyssey Amiibo ja doch noch zeigen. Und wir haben ziemlich viele Monde gefunden. Natürlich noch nicht alle. Aber in der nächsten Folge machen wir weiter. Bis dahin und ciao.